على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. التوحيد Tauhid ist ohne Zweifel einer der wichtigsten Säulen in der gesamten Religion. Und die gesamten Fundamente und die gesamte Religion in Wirklichkeit kehrt zum Tawhid zurück, sodass niemand ein Muslim sein kann, wenn er nicht den Tawhid akzeptiert. Das heißt, eine Grundvoraussetzung und Grundbedingung dafür, dass jemand Muslim ist oder sich Muslim nennt, ist, dass er den Tawhid akzeptiert. Und dies ist die bekannte Bezeugung, nämlich, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Also, mit dem arabischen Wortlaut, Ashadu Allah ilaha illallah. Das heißt, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und natürlich ist diese Bezeugung alleine nicht ausreichend. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ich bezeuge nur, dass es äh, keine Gottheit gibt, außer Allah subhanahu wa alleine und nichts weiter, dann ist er immer noch kein Muslim, sondern er braucht die zweite Bezeugung. Und dies ist die Bezeugung, dass der gesandte Gottes Muhammad alaihi wa alai, der gesandte Gottes ist. Also mit den Worten, Muhammadan, Rasulullah. صلى الله عليه وآله. أن بتسأل عند شو لدى أهل البيت عليهم السلام gibt es die Bezeugung der Wilaya von Ali ibn Abi Talib als die Vervollkommnung der Religion. Ja, wenn du die Einheit Gottes bestätigst, wenn du das, äh, das Prophetentum des Siegels alaihi wa alaihi, bestätigst, bist du Muslim, du bist damit Muslim, alle Regularien treffen auf dich zu, aber speziell in der Schule der Ahlul haben wir nochmal die Bezeugung der Wilaya von Ali ibn Abi Talib als die Vervollkommnung der Religion. Und dies hat einen koranischen Vers als Hintergrund, nämlich بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. Das heißt ganz klar und deutlich sagt der Heilige Quran. Heute habe ich euch meine Religion vervollkommnet und meine Gnade an euch vollendet und euch den Islam als Glaube erwählt. Und wann kam dieser Vers hinab? Und da sind sich alle Muslime einig, dass Als dieser Vers herabgesandt wurde, der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wa alayhi, kurz davor die Wilaya von Emir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib salam, bestätigt hat, nämlich am Tage von Radir Khom, als er sagte, man kundt Maulah Mawla, Ali und Mawla. Und als er die Wilaya von Ali ibn Abi Talib öffentlich gemacht hat und diese Kund getan hat, als eine Anordnung von Allah ta'ala und das muss man ja immer wieder bestätigen dass die Wilaya von Emir al muminin weder eine Angelegenheit war, die die Menschen auserkoren oder auserwählt haben, noch war es eine Angelegenheit, die der Prophet alayhi wa alayhi, von sich aus getroffen hat, sondern dies war eine göttliche Anordnung und der Prophet alayhi wa alayhi wa alayhi, hat diese göttliche Anordnung öffentlich getan. Und das ist der Koranische Text, der besagt, Bismillahirrahmanirrahim. das heißt, der Prophet spricht nicht aus eigener Begierde. Das heißt, in diesem Sinne, in der Rechtschule der Ahlul Bayt, A.S. hat man diese dritte Glaubensbezeugung, die, ähm, die Vollkommenheit der Religion bestätigt. Das Siegel der Propheten Muhammad, sallallahu alaihi trat zu den Menschen, zu den Mekanern hervor, mit diversen Glaubensgrundlagen. Er erzähl, erzählte ihnen etwas über Allah subhanahu ta'ala, vom Prophetentum, von der Gerechtigkeit, Moral, Ethik, Tag der Auferstehung und so weiter und so fort. Aber, All diese Lehren und alles, womit der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi kam, hat als Grundlage den Tawhid, also die Einheit Gottes. Weil alles, was wir besprechen, und das haben wir in an diesen Discord-Sitzungen auch mehrmals gemacht und immer wieder darauf hingewiesen, also in diesen 28 Lektionen, die wir bisher hatten, haben wir immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass alle Themen, die wir ansprechen, die wir besprochen haben, dass der Tawhid das Fundament und die Basis dessen ist. Das heißt, die Gerechtigkeit Gottes kehrt zurück zum Tauhid. Das Prophetentum des Siegels kehrt zurück zum Tauhid. Das Imamat kehrt zurück zum Tauhid. Die Wiederauferstehung und sämtliche Zweige der Religion, alles kehrt zurück zum Tauhid, nämlich zu der Einheit Allah subhanahu wa ta'ala. Und alles kann man daraus letztendlich ableiten. Der Fürst der Gläubigen, Ali ibn Abi Talib hat Solch herausragende Predigten und Erläuterungen zum Tawhid, dass einer seiner Beinamen auch Amir al ist, also der Fürst der Einheitsbekennenden. Und bevor wir mit diesem Thema einsteigen und über Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, sprechen und über den Tawhid, und über die Predigten, die er gesagt hat, müssen wir eine Sache nochmal klarstellen. Jede Lehre, und jedes Wort und jede Erkenntnis von Ali ibn Abi Talib gelangte zu ihm durch das Siegel der Propheten Muhammad wa'ala. Wir müssen ganz klar und deutlich bestätigen und nochmal hervorheben, dass es nichts gibt und im wahrsten Sinne des Wortes nichts. Es gibt nichts, was Ali ibn Abi Talib hat, was der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi nicht hat. Alles, was zu Amir al-Mu'minin gelangte, gelangte durch das Siegel der Propheten Muhammad sallallahu alaihi Das heißt, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib ist der Schüler des Propheten sallallahu alaihi Wenn er über den Tawhid spricht, dann lernte er dies vom Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi und dies ist natürlich auch die bekannte Aussage von Amir al-Mu'minin, worin er sagte: Das heißt, mein Liebling, der Gesandte Gottes, Muhammad, alayhi wa alayhi, brachte mir tausend Tore des Wissens bei. Von jedem Tor erschließen sich mir weitere tausend Tore. Das heißt, und die, auch eine weitere Überlieferung, als jemand zum zu Ali ibn Abi Talib kam und sagte: Bist du ein Prophet? Und er sagte: Wehe dir, ich bin nur ein Diener von den Dienern Muhammads (sallallahu alaihi wasallam). Das heißt, wenn wir jetzt in diesem Vortrag oder in diesem Abend heute mehrmals über den Taufid von Amir al-Muminin sprechen, über die Predigten von Amir al-Muminin, über die Aussagen von Ali ibn Abi Talib zum Taufid, soll keiner denken, dass der Fürst der Gläubigen diese Erkenntnisse hat durch jemand anderen, außer durch das Siegel der Propheten, sallallahu wa wa Alles, was Ali ibn Abi Talib hat, gelangte zu ihm durch das Siegel der Propheten, Muhammad sallallahu und erst der Lehrer der Imame der Ahlul Bayt, Eine dieser herausragenden Predigten von Imam Amir al muminin sallam, ist in Nehjul Balara zu finden. Und das ist die erste Predigt in Nehjul Balara, worüber er über Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Und Allein diese erste Passage von, von, dieser, von dieser Predigt, worüber er über Allah subhanahu wa ta'ala spricht, das war unser Hauptmerkmal bzw. unsere Ausgangsposition, worüber wir den Tawhid näher kennengelernt haben. Deswegen haben wir diese Reihe, über die wir jetzt in den letzten, im, im letzten Jahr gesprochen haben oder innerhalb des vergangenen Jahres gesprochen haben, der Tawhid in Nahjul Balare. Und dabei haben wir mit dieser ersten Predigt angefangen. Worin der Fürst der Gläubigen Ali ibn Abi Talib a.s. sagte, tawhiduh, lah. Das heißt, zu Deutsch bedeutet das so viel wie, Das Erste in der Religion ist seine Erkenntnis. Und die Vollkommenheit der Erkenntnis seiner besteht darin, ihn zu bestätigen. Und die Vollkommenheit der Bestätigung seiner besteht darin, seine Einheit zu bezeugen. Und die Vollkommenheit der Bestätigung seiner Einheit liegt in der Aufrichtigkeit ihm gegenüber. Wenn man sich jetzt diese Passage einfach so durchliest, wird man vielleicht nicht viel davon verstehen oder nicht viel davon mitnehmen können. Was soll das bedeuten? Okay, das Erste der Religion ist seine Erkenntnis, die Erkenntnis Gottes, damit kann ich noch was anfangen aber die vollkommenheit der erkenntnis seiner besteht darin ihn zu bestätigen und die vollkommenheit der bestätigung seiner besteht darin seine einheit zu bezeugen was hat es damit auf sich was soll das denn bedeuten und ich habe diese übersetzung wirklich sehr entschärft sage ich mal wenn ihr euch die gängige übersetzung beispielsweise anschaut im deutschsprachigen werk von negel ballara oder auf der internetseite beispielsweise dann ist diese übersetzung vielleicht noch schwieriger zu verstehen und das sind die worte des gesamten Gottes, das sind die Worte von Imam Amir al-Mu'minin, das sind die Worte der Ahl al-Bayt, sie brauchen Tadabbur, sie brauchen Leute, die über diese Worte nachdenken, die sie nicht einfach nur nehmen, überall in Social Media posten und äh, schön alles gut, man postet Überlieferungen und so weiter. Aber wir haben es verlernt, über diese Worte mal wirklich nachzudenken. Wir werden so sehr durchflutet von Aussagen und Hadithen und Koranversen, dass wir es verlernt haben, über einzelne Hadithe mal wirklich nachzudenken, innezuhalten und zu überlegen, was hat das denn zu bedeuten? Pro Stunde, wenn wir allein durch Instagram scrollen, sehen wir vielleicht zehn Seiten die Hadith posten. Jede Seite hat vielleicht drei Beiträge, die sie jetzt innerhalb der letzten paar Tage gepostet haben. Wir scrollen runter, lesen eine, ein Hadith, scrollen weiter, lesen den nächsten, scrollen weiter, weiter lesen den nächsten, aber denken über keinen wirklich nach. Und mit dieser Reihe wollten wir einen ein, oder wollten wir diesen Kreis durchbrechen, dass wir eine Aussage nehmen von Amir al-Mu'minin die durch, die, die aus vier Passagen besteht. Vier Passagen, vier Aussagen. Aber wir haben gesehen, was in diesen vier Aussagen alles steckt. 25 Einheiten, 25 Lektionen, pro Lektion mindestens 45 Minuten, worüber wir nur über diese vier Passagen gesprochen haben, was da drin alles steckt und welche Erkenntnisse wir daraus ziehen. Und jetzt stellt euch das in dieser Dimension vor, bezüglich der anderen Aussagen des gesamten Gottes, von Imam Ali, a.s., von den anderen Imamen der Elbeid, von al balara Wenn diese vier Passagen bereits so viele Erkenntnisse beinhalten, was ist dann mit den anderen Überlieferungen und die anderen Aussagen der reinen und fehlbaren, Ali a.s., das heißt, an dieser Stelle einen schönen, einen schönen Nebeneffekt, den ich zeigen wollte, ist, wie tiefreichend die Worte der Unfehlbaren sein können, wie tiefreichend die Worte des gesamten Gottes wa sein können, wie tiefreichend die Worte natürlich des Heiligen Korans sind, und das sind die tiefreichsten Worte, die es geben kann, nämlich weil sie die Worte Allah subhanahu wa ta'ala sind. Aber wir sehen also, was es damit auf sich hat und wie wichtig es ist, dass wir auch ab und zu, wir werden es nicht schaffen, bei jeder Überlieferung ähm, so viel zu verbleiben und um darüber zu sprechen, aber ab und zu mal, einmal im Jahr wenigstens, einmal im Monat. Einmal in der Woche, dass wir uns eine Überlieferung mal zu Herzen nehmen, nur diese Überlieferung lesen, nur darüber mal nachdenken, nur darüber mal nachsinnen. Und speziell, welches Wissen ist wertvoller als das Wissen des Tawhid, als das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala. Und im Mantok, also in der Logiklehre, Lehre, sagt man, die Wichtigkeit eines Wissens folgt dem Wissen selber. Das heißt, je wichtiger und je höherwertiger das Wissen um etwas ist, das hängt davon ab, über wen wir sprechen. Und wer ist besser und vorzüglicher als Allah Subhanahu Wa Taala? Niemand, nichts existiert, was vorzüglicher wäre als Allah Subhanahu Wa Taala. Deswegen ist das Sprechen über Allah Subhanahu Wa Taala die beste Art des Wissens. Deshalb sagen manche Gelehrte selbst, wenn man sein gesamtes Leben darin verbringt, Allah Subhanahu Wa Taala näher kennenzulernen und den Koran näher kennenzulernen, man würde nicht eine einzige Sekunde seines Lebens verschwenden können. Wieso? Weil du sprichst über das beste Wissen. Wieso ist es das beste Wissen? Weil es das Wissen um Allah subhanahu wa ist. Das heißt, über den Tawhid zu sprechen hat diverse unendliche Vorteile für den Menschen selber. Speziell der Tawhid, der Rechtschule der Ahlul Bayt Zum einen, Führt es dich selbst, damit du Allah subhanahu wa kennst und diese Welt besser verstehst und dich selber besser verstehst. Weil, wie wir gesagt haben, der Tawhid führt dich durch die gesamte Religion. Es ist die Basis und das Fundament der gesamten Religion. Es begleitet dich durch dein gesamtes Leben. Viele denken, Tawhid ist einfach nur zu sagen, Allah subhanahu wa ist einer. Dass man mit bestimmten Begriffen um sich schmeißt und nicht wirklich was damit anfangen kann. Der Tawhid begleitet dich durch dein gesamtes Leben. Der Tawhid kann dafür sorgen, dass du ein Tausendmal besseres und schöneres und angenehmeres Leben führst. Wieso? Weil du wirst merken, mit einem richtigen oder mit dem richtigen Gottesverständnis wird es nichts geben, was dich als Menschen brechen kann oder dich zu Boden werfen kann. Wieso? Weil du Allah subhanahu wa ta'ala erkannt hast. Es gibt nichts, was dich innerlich zerstören kann, wenn du ein richtiges Gottesverständnis hast. Es wird nichts geben, was deine Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala zerstört, wenn du ein richtiges Gottesverständnis hast. Egal wie viel Unrecht dir widerfährt, egal was dir passiert, Du hast Hoffnung, du hast immer ein gutes Gefühl und es geht sogar so weit, es geht sogar so weit, dass du mit einem richtigen Gottesverständnis kannst du mit deinen eigenen Augen mit ansehen, wie deine Geschwister und Familie und Kinder und Söhne und deine Brüder und alle vor deinen Augen abgeschlachtet werden und enthauptet werden und ihre Köpfe auf Speere emporgespießt werden und man fragt dich, wie empfindest du das? Und du sagst, ich habe nichts außer Schönheit gesehen, wie bei Zaynab Salam. Weil sie ein richtiges Gottesverständnis hat. Das heißt, wir sehen also über den Tauchet zu sprechen, den Tauchet kennenzulernen, ist nicht, dass wir einfach nur blind irgendwelche Theorie lernen, dass wir, wenn wir irgendwann eine Klausur schreiben, dann die richtigen Fragen beantworten können. Nein, der Tauchet führt dazu, dass wir unsere, unsere, unsere geistige oder unseren geistigen Zustand viel besser bewahren können, dass wir unsere Seele nicht so anfällig machen für Krankheiten, die es gibt. Genauso wie der Körper krank werden kann. Genauso wie wir auch Krankheiten des Körpers vorbeugen können, genauso können wir auch die Krankheiten der Seele vorbeugen. Und ein richtiges Gottesverständnis führt dazu, dass wir unsere Seele stets stark halten und nicht anfällig für bestimmte Krankheiten machen, wie beispielsweise Depression oder aber auch ähm, beispielsweise Hochmut, Arroganz, Wut und so weiter. All die Krankheiten, die ein Herz oder eine Seele haben kann. Zum einen wird es also eine hohe Qualität für dich haben können, dass du ein richtiges Torrid-Verständnis hast. Zum anderen. Lernst du natürlich damit, auf die Vorurteile und Vorwürfe zu antworten, wenn du damit konfrontiert wirst, speziell, was die Schule der Ahlul Bayt Salam angeht. Wie viele gibt es heute immer noch im Internet, Social Media, TikTok, YouTube, Instagram und so weiter? Extremisten im Internet, die kommen und sagen, Schiiten sind Kuffar. Die Shia sind Rawah of Kuffar, kommen alle ins Höllenfeuer. Warum? Sie machen Fürsprache. Was hat es damit auf sich? Sie sagen ja Ali, sie sagen ja Fatima. Sie beten Steine an. Sie beten die Imame an, sie rufen Tote an, sie gehen zu den Gräbern und beten die Imame an, die sie für Gottheiten halten. Also, manchmal denkt man sich, hört ihr euch da eigentlich selber zu? Kann es einen logisch denkenden Menschen geben, der zu einem Grab geht? Ein Grab. Was was ist in einem Grab? Ein Toter, jemand der verstorben ist und der dort bestattet wird. Man geht zu einem Grab und betet ihn als einen Gott an. Wie kann ein Gott bestattet werden? Wie kann ein Gott begraben werden? Wie kann ich zu einem Grab gehen und sagen, ich bete den Gott an, der in dieser Erde liegt und der begraben ist? Im Gegenteil, dies war der doch, dies war die Logik der Jahiliyyah. In der Jahiliyyah haben sie Götzen erbaut aus Datteln und wenn sie Hunger hatten, haben sie diese Götzen aufgegessen und diese Person wurde später der zweite Khalif. Das ist nicht unser Problem. Das ist nicht der Schirk, der Schia, der sowas gemacht hat. Das war in der Zeit der Jahiliyyah. Heutzutage, wie kann man von jemandem erwarten oder denken, er geht zu einem Grab, er geht nach Najaf, nach Karbala beispielsweise und betet dort jemanden an, der gerade verstorben ist, der bestattet ist. Wir gehen doch dahin, um, weil er dort bestattet ist, um ihn zu denken, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen durch diese heilige Persönlichkeit, die dort bestattet ist. Das heißt, wir lernen mit, einem, mit dem richtigen Tauhid-Verständnis, werden wir also auch auf die Vorurteile und Vorwürfe antworten können. Und wir haben auch im Laufe unserer Unterrichtseinheit über den Tauchid auch verstanden, was es mit der Fürsprache auf sich hat, was es beispielsweise mit der Asma, mit der Unfehlbarkeit auf sich hat. Alles, all diese Themen, Unfehlbarkeit, Asma, alles, alles, alles kehrt zu einem wahren, korrekten Tauchid-Verständnis zurück. Und deshalb sagte der Fürst der Gläubigen, das erste der Religion ist, die Erkenntnis Allah subhanahu Fang mit der Erkenntnis Gottes an. Allah subhanahu verlangt nicht von dir als Schiite oder als Sunnite, dass du jetzt anfängst, über bestimmte Punkte zu streiten und zu diskutieren und zu debattieren, die damals in der Geschichte passiert sind. Das ist nicht das Erste der Religion. Du musst mit dem richtigen Tawhid-Verständnis anfangen. Und das Problem sehen wir heutzutage bei vielen Jugendlichen leider. Dass sie eben nicht mit dem Tawhid anfangen, dass sie mit anderen Themen anfangen und dementsprechend in diverse theologische Probleme reinkommen, weil sie kein korrektes oder kein absolutes Gottesverständnis haben. Und das müssen wir inshallah ändern. Und deswegen ist diese Unterrichtseinheit auch da. Und in der Zeit, die wir heute haben, wollen wir inshallah dieses Thema so gut es geht ähm, beleuchten. Und zwar wollen wir das erstmal anhand vier Punkte machen. Zum einen wollen wir herausfinden, was ist überhaupt der Tawhid? Was sagt er aus? Wieso ist der Tawhid übrigens nicht die Bestätigung der Existenz Gottes, sondern die Einheit Gottes? Das ist eine Frage, die sich vielleicht ab und zu mal einer gestellt hat. Zweitens wollen wir uns kurz diese Predigt des Fürsten der Gläubigen, über den Tawhid, anschauen. Und drittens wollen wir dann die verschiedenen Stufen des Tawhids kennenlernen, speziell das Einheitsbekenntnis des Wesens, also al Tawhid al-Dhaati, inshallah. Und zu guter Letzt wollen wir ein kleines Fazit ziehen und schauen, welche Erkenntnisse wir heute mit dem Tawhid mitnehmen können, inshallah. Was ist der Tawhid und was sagt er aus? Und eine der wichtigsten Fragen womöglich ist, Wieso ist der Tawhid nicht die Bestätigung der Existenz Gottes, sondern der Einheit Gottes? Weil, wie wir gesagt haben, der Tawhid ist, dass ich sage, Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Hat sich schon mal jemand die Frage gestellt, warum bezeuge ich nicht die Existenz Gottes eigentlich? Warum ist der Tawhid die erste und wichtigste Säule der Religion nicht? Ich bezeuge, dass Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Die Bezeugung der Existenz Gottes. Warum eigentlich? Warum? Ist der Tawhid die Bestätigung der Einheit Gottes? Warum machen wir mit unserer Bezeugung nicht die Bestätigung der Existenz Gottes, sondern die Einheit Gottes? Warum? Warum diese Unterscheidung? Warum ist das so? Warum nicht erstmal die Existenz Gottes bestätigen und danach seine Einheit? Das ist ganz einfach. Der Heilige Koran erklärt es ganz klar und deutlich und sagt, Afilla hishek, samawati wal arf. Gibt es denn überhaupt einen Zweifel an Allah subhanahu wa ta'ala, der Spalter des Himmels und der Erde? weil eine Sache müssen wir verstehen dass Allah Subhanahu wa Ta'ala in der natürlichen Veranlagung eines jeden Menschen die sogenannte Fitra erschaffen hat die natürliche Veranlagung diese Fitra sorgt dafür oder diese Fitra ist in jedem Menschen verankert dass er weiß dass Allah Subhanahu wa Ta'ala sein Herr und Versorger ist beispielsweise in Sora 7 Vers 172 rahman Rahim وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين Das ist wirklich eine der wichtigsten Verse, wenn es um dieses Thema geht. Nämlich Die Übersetzung lautet: Und erinnere daran, als dein Herr von den Kindern Adams aus ihrem Rücken, also aus ihren Lenden, ihre Nachkommenschaft entnahm und sie gegen sich selbst Zeugnis abließ, ablegen ließ. Bin ich denn nicht etwa euer Herr? Sie sagten doch mit Sicherheit, wir bezeugen es. Also, damit die am Tage der Aufächtigung nicht sagt, gewiss, wir waren dem gegenüber achtlos. Die islamische Ansicht besagt, dass jeder Mensch, bevor er geboren wurde, einen Eid an Allah subhanahu wa ta'ala abgelegt hat. Und das ist das, was dieser Oranvers beschreibt. Bevor der Mensch in diese Alam dunya kam, in diesem Diesseits kam, war er in einer anderen Welt, nämlich Alam Also der Mensch ist erstmal quasi in diesem Alam dann kommt ein Alam al-Arham, das ist, wenn er im Bauch der Mutter ist, dann kommt ein Alam al-Dunya, Alam dunya und Alam al-Arham ist natürlich das Gleiche, das heißt, er wird geboren dann in Alam dunya und dann kommt ein Alam al-Barzach und so weiter. Die erste Stufe ist dieser Alamuddhar. Manche übersetzen es mit die Welt der Teilchen oder was auch immer. Ich will von diesen Übersetzungen jetzt ähm, Abstand nehmen, weil das ein eigenes Thema für sich ist, aber in diesem Alamuddhar, bevor jeder Mensch geboren wurde, hat Allah Subhanahu wa Ta'ala von ihm einen Eid entnommen. Er du bi bekommen, Bin ich denn nicht euer Herr? Und jeder, jeder Einzelne hat bestätigt: Ja, du bist unser Herr. Natürlich, manche haben schnell bestätigt, andere haben gezögert, wieder andere haben ganz ganz lange gezögert und das ist übrigens eine der ähm, Begründungen beispielsweise dafür, wie du, wieso das Siegel der Prophet Muhammad wa die erste und, oder die beste Schöpfung ist, die beste Schöpfung Gottes ist, weil er der Erste war, der die Einheit Gottes bestätigt hat, als dieser Eid kam, war er der Erste, der dies bestätigt hat, aber darüber reden wir inshallah in unserer Buchbesprechung über das Siegel der Propheten wa und dort werden wir dann feststellen, wieso er die beste Schöpfung ist. Das heißt, jeder Mensch hat bezeugt, dass Allah wa sein Herr ist. Ja, wenn er dann geboren wird, hat er diesen Eid, diesen Maukif vergessen. Diesen Eid hat er vergessen. Aber es steckt noch tief in ihm drin. Er weiß irgendwo, egal was passiert im Leben, speziell wenn es eine schwierige Situation ist, wird er wissen, es gibt eine Macht, die mich schützen kann. Es gibt eine Macht, die mich retten kann. Es gibt eine Macht, auf die ich mich verlassen kann. Manchmal kann er es nicht genau definieren, was diese Macht ist. Aber, Manchmal, wenn er seiner Fitra folgt, seiner natürlichen Anlagung folgt, dann wird er ganz genau wissen, dass diese Macht Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und deswegen erinnert sich teilweise der Mensch an diese, an diesen Eid, den er geleistet hat. Und deswegen wird er, oder deswegen behält er den Islam bei und geht diesen Weg weiter, weil er sich an diesen Eid erinnert. Nicht in dem Sinne erinnert, dass er weiß, wie er da stand und das gesagt hat und so weiter, sondern dass diese Erkenntnis tief in ihm drin steckt. Deswegen, der Koran erachtet es nicht als notwendig, überhaupt über die Existenz Allah subhanahu wa zu sprechen. Er sagt: Ist es überhaupt notwendig? Seit wann gab es Zweifel, dass wir über die Existenz Gottes überhaupt sprechen? Das ist in jedem Menschen verankert. Ja, das, worüber wir Erkenntnis gewinnen müssen, ist die Einheit Gottes: dass es einen Gott gibt und keinen zweiten. Deshalb, Imam Hussein. In seinem bekannten Bittgebet in Dua al-Arafa sagte er: Er sagte, wann warst du denn jemals weg, als dass man einen Beweis für deine Existenz benötigen würde? Oh Allah, als würde Imam Hussain sagen: Oh Allah, wann warst du denn jemals weg, dass, dass ich dich beweisen müsste? Du bist doch die ganze Zeit da. Ich, ich sehe dich mit dem Herzen, ich fühle dich mit dem Herzen. Ähm, du bist die ganze Zeit da. Das ist so, als würde jemand mitten am Tag an einem wolkenlosen Himmel jemanden sagen, beweis mir, dass es die Sonne gibt. Stellt euch vor, ein ganz normaler Tag, mitten am Tag keine einzige Wolke im Himmel, die Sonne scheint und jemand kommt und sagt, beweis mir, dass es die Sonne gibt. Du wirst du dir denken, was stimmt nicht mit dir? Du siehst die Sonne vielleicht nicht selber, weil deine Augen schwach sind. Wenn du deinen Blick zum Himmel richtest, wirst du deine Augen verschließen, du wirst die Sonne vielleicht nicht sehen können, ja. Sie ist viel zu stark für deine Augen, aber du siehst ihre Wirkung, du siehst, wie sie Wärme spendet, du siehst, wie sie die Laune der Menschen verbessert beispielsweise, ja. Meine Überzeugung ist, dass in Deutschland die Menschen schlechte Laune haben, weil die Sonne hier einfach zu wenig scheint, aber... Sobald die Sonne scheint, merken wir das doch selber. Wie schön plötzlich die ganze Welt ist. Wie, wie, was für eine gute Laune man hat. Die Menschen gehen raus, jeder lacht, jeder lächelt. Wir sehen die die Wirkung der Sonne. Wir sehen die Wärme, die sie uns spendet. Kein vernünftiger Mensch würde jemals auf die Idee kommen, um nach einem Beweis für die Sonne zu fragen an einem äh, wolkenlosen Tag. Ja, wer würde fragen? Jemand, der blind, taub und stumm ist und der nichts fühlt. Ja, der sieht die Sonne nicht und nimmt sie nicht wahr. Und genauso die Erkenntnis und die Existenz Allahs, jeder Mensch spürt es im tiefsten Innern, jeder Mensch sieht es mit den Augen seines Herzens, jeder Mensch fühlt es mit ähm, den Sinnen seines Herzens. Ja, durch seinen Werdegang verliert er eventuell den Bezug dazu, aber ansonsten ist diese Erkenntnis in ihm drin. Das heißt, die Existenz Gottes, die Existenz Allahs ist in jedem Menschen verankert. In jedem Menschen drin, deshalb ist die Bezeugung nicht die Bezeugung oder die Bestätigung der Existenz Gottes, sondern die Erkenntnis des Tawhid ist, dass man sagt, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb sehen wir beispielsweise, die Erkenntnis des Tawhid ist also das wahre Merkmal eines Gläubigen, wie Imam As-Sadr a.s., a die es in einem Hadith in Tuhaf al Uqul beispielsweise auch gesagt hat, nämlich, dass einst ein Mann zu ihm kam, es ist eine etwas längere Überlieferung, ich kürze das einfach mal ab, er kam zum Imam und sagte zu ihm: Ich bin einer von euren Liebenden. Ja, er kam zum Imam und sagte: O Ja'far ibn Muhammad, O Imam Sadr, ich bin einer eurer Liebenden. Und der Imam fragte ihn: Von welchen Liebenden bist du? Und er war überfordert: Wie von welchen Liebenden? Ich bin euer Liebender. Was, was für Liebende gibt es? Und dann hat er ihm aufgezählt: Es gibt Liebende, die uns in der Öffentlichkeit lieben, aber im Geheimen nicht. Es gibt Liebende, die uns im Geheimen lieben, aber öffentlich nicht. Es gibt welche, die uns sowohl öffentlich als auch im Geheimen lieben. Und dann wurde er nach den Zeichen der Liebenden gefragt: Schaut jetzt. Genau, oder hört jetzt genau hin, was Imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadr salam sagt, was die Zeichen der Liebenden sind. Er sagte, das erste davon ist, dass sie den Tauhid in seiner wahrhaftigen Form erkannt haben. Punkt. Wenn du nach einem Zeichen, nach dem Zeichen der Liebenden der Ahlul Bayt fragst, ist es, dass du den Tauhid in seiner wahrhaftigen Form erkannt hast. Der Imam sagte erstens, er sagte nicht zweitens und drittens und viertens. Es ist, als würde der Imam sagen, das Erste und das Zweite und das Dritte und das Vierte und das Letzte ist der Tauhid. Damit fängst du an und damit hörst du auf. Wie wir am Anfang gesagt haben, alles fängt mit dem Tauhid an und alles hört mit dem Tauhid auf. Das heißt, wir sehen also die Angelegenheit des Tauhids, speziell die Anhänger und Liebenden der Ahlul Bayt salam. Niemand kann sich wahrhaftiger Liebender und Anhänger der al Bayt nennen, wenn er nicht den Tauhid in seiner wahrhaftigen Form erkannt hat. Und jetzt merken wir vielleicht, wie weit wir eigentlich entfernt sind von der wahren Shia, von der wahren Anhängerschaft von Ali ibn Abi Talib und den Imamen der Ahlul Bayt salam, dass wir uns mit zahlreichen anderen Themen auseinandergesetzt haben, aber über den Tauhid keine drei bis vier Sätze verlieren können. Und den Test kann jeder für sich selber machen, wenn man sagt sag oder erzähl mir für drei Minuten, fünf Minuten etwas über den Tawhid. Was kannst du mir über den Tawhid sagen? Die meisten würden antworten, ja, es gibt nur einen Gott, keinen zweiten. Er versorgt uns, er hat uns erschaffen. Er ist der Alabama der Barmherzige. Ähm, er wird uns später richten, er entnimmt unsere Seele. Also spätestens da würden die meisten dann aufhören. Aber wenn wir weiter einsteigen und schauen, was es mit dem wahrhaftigen Tauhid auf sich hat, dann werden wir zu einem ganz, ganz anderen Punkt kommen. Nämlich, dann schauen wir uns die Predigt von Imam Amir al-Mu'minin, a.s. an. Und wir erhalten wundervolle Einblicke in die Lehre des Tauhid, welche uns Imam Ali ibn Abi Talib, a.s. gibt. Unter anderem in seiner Rede, in seiner Predigt, in der Jubalare, die erste Predigt, worin er sagte, <täusperr> Und ich werde schon mal jetzt im Vorfeld ankündigen, also wir werden heute nicht bis 45 machen, wie normalerweise unsere Discord-Sitzungen immer ausfallen, dass wir 45 Minuten machen. Heute wird es vielleicht ein bisschen länger dauern, dafür haben wir dann wirklich einen Vortrag und äh, eine Grundlage, die wir auch online stellen können, ähm, worin man wirklich den Tauhid nach der Rechtsschule der Ahl al-Bayt kennenlernt, sowohl für die Schiiten selber als auch für diejenigen, die nicht Schiiten sind, dass sie mal wissen, stimmt das überhaupt, was man über die Schiiten sagt? Sind Schiiten wirklich kufar Beten Schiiten wirklich mehrere Götter an? Geben die Schiiten wirklich den Imam göttliche Eigenschaften? Oder was ist der Glaube der Schia bezüglich dem Tawhid? Also mit diesem Vortrag wollen wir quasi so eine Art Basis weitergeben über den Tawhid in der Rechtschule der Ahlul Bayt salam. Der Fürst der Gläubigen salam beginnt mit den Worten, das Erste in der Religion ist seine Erkenntnis, also die Erkenntnis Gottes. Zum einen... Mag man sich jetzt die Frage stellen, was bedeutet Erkenntnis? Was ist der Unterschied zwischen Erkenntnis und Wissen? Warum ist das Erste der Religion nicht das Wissen um Allah subhanahu wa ta'ala? Wieso hat der Imam hier Erkenntnis beispielsweise äh, direkt genannt und nicht Wissen? Das ist ein Thema für sich. Grob gesagt können wir sagen, dass es einen Unterschied zwischen Wissen und Erkenntnis gibt. Wissen setzt oder äh, Erkenntnis setzt immer Unkenntnis vor, voraus, also im Voraus. Das heißt, Du musst erstmal eine Unkenntnis haben, bevor du Erkenntnis erlangen kannst. Bei Wissen ist das nicht so. Du kannst wissend sein, wie beispielsweise Allah subhanahu wa ta'ala, ohne dass wir über Allah subhanahu wa ta'ala sagen, dass er vorher unwissend war. Wir alle sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist wissend. Kann irgendjemand sagen, Allah war erstmal unwissend und wurde dann wissend? natürlich nicht. Allah subhanahu wa ta'ala war zu jeder Zeit Wissend und das ist eine Eigenschaft seines Wesens. Aber Erkenntnis erlangst du dann, erst, wenn du vorher Unkenntnis hattest. Das heißt, die Erkenntnis ist ein Prozess. Das heißt, du denkst nach, du setzt dich hin, du denkst nach, du forst, du denkst nach, und dann kommst du zu einer bestimmten Erkenntnis. Und das ist die Ma'rifah. Deswegen, awwaluddin ma'rifatuh. Das erste der Religion ist seine Erkenntnis. Das heißt, dass du über Allah subhanahu ta'ala nachdenkst, nachsinnst. Erkenntnis entsteht also durch das tiefe Nachdenken und Nachsinnen über etwas. Das heißt, das erste der Religion ist die Erkenntnis Gottes, also das Nachsinnen und Nachdenken über Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist beispielsweise auch in dem Werk von Rarib al-Asfahani in seinem Buch Al-Mufradat über, wenn man dort das Wort Arafa nachschlägt, also Erkenntnis, dann liest man dort auf Seite 331, worin er sagt, so folgend, uh, sinngemäß, er sagt Al-Ma'rafah und al Arfan, das Erfassen von etwas durch Nachdenken und tiefes Nachsinnen. Und es ist spezieller als Wissen. Wie gesagt, ein Unterschied, was man sagen kann zwischen Wissen und Erkenntnis ist, Wissen setzt nicht unbedingt Unwissenheit voraus. Ja, kann sein, wie bei Menschen, man weiß etwas nicht, dann lernt man es, aber bei Allah Subhanahu wa Ta'ala war schon das Wissen immer da. Man kann nicht über Allah Subhanahu wa Ta'ala sagen, er war unwissend. Aber Erkenntnis setzt immer eine Unkenntnis voraus. Deswegen kann man über Allah Subhanahu wa Ta'ala sagen, er ist Al-Alim, er ist der Wissende. Aber du kannst nicht über Allah subhanahu wa sagen, er ist Al-Arif, der Erkennende. Wieso? Weil die Erkenntnis eine Unkenntnis voraussetzt und dies ist natürlich nicht möglich über Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, der Imam fängt erstmal damit an und sagt, oh du Mensch, wenn du mit der Religion starten willst, dann beschäftige dich nicht damit, war Abu Bakr der Erste oder Imam Ali oder dies und jenes. Das Erste der Religion ist die Erkenntnis Allah subhanahu wa ta'ala. Fang erstmal damit an und du wirst dann merken, zu welchem Ergebnis dich das letztendlich führt. Das erste, der Erkenntnis, das erste der Religion ist die Erkenntnis Allah, also das tiefe Nachdenken und Nachsinnen über Allah. Aber der Imam sagt: Ist die Erkenntnis das Ziel? O oh, du Mensch, ist diese Erkenntnis, die du über Allah erlangst, das Ziel oder ist es nur ein Mittel, um zu einem weiteren Ziel zu kommen? Der Imam ist hier ganz klar und deutlich und sagt: Und die Vollkommenheit der Erkenntnis seiner besteht darin, ihn zu bestätigen. Das heißt, Ihr könnt euch das wie eine Leiter vorstellen. Du, du erklimmst die erste Stufe. Die erste Stufe ist die Erkenntnis Gottes, aber das reicht noch nicht aus. Es gibt die Erkenntnis und es gibt eine Vollkommenheit der Erkenntnis. Das heißt, die Erkenntnis hat Stufen. Einmal kannst du eine niedrige Form der Erkenntnis haben und einmal kannst du die höchste Form der Erkenntnis besitzen. Deswegen sagte der Imam: Und die Vollkommenheit der Erkenntnis seiner besteht darin, ihn zu bestätigen. Was heißt Allah subhanahu wa zu bestätigen? anders beschrieben anders formuliert an Allah Subhanahu wa Ta'ala zu glauben weil wenn die Erkenntnis Gottes nur eine Stufe wäre so würde es keinen Sinn machen dass der Imam sagt und die oder dass der Imam von der Vollkommenheit der Erkenntnis spricht wieso ich kann nur dann von der Vollkommenheit von etwas sprechen wenn dieses Ding mehrere Stufen hat das heißt ich habe eine Stufe der Vollkommenheit dann habe ich eine höhere Stufe eine höhere eine höhere eine höhere, eine höhere bis ich dann zu einer Vollkommenheit der Erkenntnis gelange und der Imam sagt, die Vollkommenheit der Erkenntnis besteht darin, ihn zu bestätigen bzw. an ihn zu glauben. Das heißt, die Erkenntnis Gottes ist eigentlich nur ein Mittel, um zu einem höherwertigen Ziel zu kommen. Und das ist der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Weil, was hilft, was hilft mir die Erkenntnis, wenn ich nicht glaube? Was bringt es mir beispielsweise, wenn ich weiß, dass Rauchen schädlich ist, aber ich rauche trotzdem? Ich weiß, Rauchen ist schädlich, aber ich trinke trotzdem. Ich, ich, ich rauche trotzdem. Ich weiß, Alkohol ist schädlich, aber ich äh, trinke beispielsweise trotzdem. Ich weiß, das und das ist schlecht, aber ich mache es trotzdem. Welchen Einfluss hat diese Erkenntnis, dass das Rauchen schlecht ist, dass Alkohol schlecht ist, dass das und das schlecht ist? Welche Wirkung hat diese Erkenntnis, wenn ich es trotzdem mache, auf mich selber? Gar keine. Das heißt, bringt mir dieses Wissen und diese Erkenntnis etwas? Nein. Das heißt, du kannst Wissen um Allah Ta'ala haben, aber du, du musst nicht zwangsläufig dann an ihn glauben. Beispiel, bestes Beispiel ist ein Professor an der Universität beispielsweise. Er kann sich mit allen Theorien des Monotheismus auseinandersetzen. Er kann dir vielleicht den Tauhid der Schule der Helbert auf beste Art und Weise erklären, aber glaubt nicht mal an Gott. Wieso? Für ihn ist es nur ein Wissen, für ihn ist es nur etwas, was er in der, äh, im Unterricht, im Hörsaal, ähm, genau, ähm, vor, vor, sein, vor seinem Kurs etwas sagt und dann glaubt er aber gar nicht daran. Das heißt, es ist nur Wissen in seinem Kopf, was er nur abruft und weitergibt mehr nicht. Aber es ist keine. Es ist nicht etwas, was er, woran er glaubt. Deshalb, der Raucher, viele oder die meisten Raucher wissen, dass Rauchen schlecht ist, sie rauchen trotzdem. Das heißt, dieses Wissen hat keinen Einfluss auf ihr Verhalten selber. Deshalb, der Imam sagt, die Vollkommenheit der Erkenntnis, wenn du wirklich eine hohe Stufe der Erkenntnis erreichen willst, musst du an Allah subhanahu wa ta'ala glauben. Diese Erkenntnis verbindest du und verknüpfst du mit deinem Herzen, also mit deinem Wesen. Und übrigens, das ist auch ein Grund, wieso man Glaubensüberzeugungen Aqidah nennt. Also im Arabischen sagt man Aqidah oder Mehrzahl Aqa'id. Was bedeutet Aqidah? Kommt von Aqdah. Aqdah, Aqidah, kommt von Verknoten, Verschmelzen. Das heißt, Aqa'id, Glaubensüberzeugungen werden deshalb so genannt, weil du dein Wissen und deine Erkenntnisse mit deinem Herzen, mit, deinem, mit deiner Seele, mit deinem Wesen verschmilzt das heißt die erkenntnis dass rauchen schlecht ist führt dazu dass ich nicht rauche die erkenntnis dass das gebet gut ist führt dazu dass ich bete die erkenntnis dass das fasten gut ist führt dazu dass ich faste und so weiter und so fort. das heißt das wissen hat einen direkten einfluss auf unseren glauben ähm, bzw. auf unsere seele und unseren herzen. deswegen heißen Glaubensüberzeugung, Aqa'at, weil wir unsere erkenntnisse mit unserem wesen verknoten. Das heißt, diese Erkenntnis verbindest du und verknüpfst du mit deinem Herzen, mit deinem Wesen, und dass du, dann eine, äh, ja, dass du dann dein Verständnis von der Religion und von Allah subhanahu wa ta'ala mit deinem Herzen und deinem Wesen vereinst. Deshalb, beispielsweise, Sayyid al Tabatabai Rahmatullah ta ala in seinem Werk Tafsir al-Mizan, Band 18, Seite 259, sagte er, das bloße Wissen von etwas ist nicht ausreichend, um, um auch gläubig zu sein. Genau, das ist ja Realität. Nur weil ich etwas weiß, heißt es nicht, dass ich ja direkt daran glaube. Die Vollkommenheit der Erkenntnis ist der Glaube. Das heißt, die Vollkommenheit führt dazu, dass ich letztendlich diese Erkenntnis und dieses Wissen mit meinem Herzen, mit meinem Wesen verknüpfe. Das heißt, man könnte sagen, der Glaube ist Wissen plus das Verknüpfen des Herzens mit diesem Wissen. Das ist dann der Glaube. Das heißt, und äh, bevor ähm, oder wir machen erstmal weiter, bevor wir noch zu einem wichtigen Punkt kommen. Das heißt, der Imam sagt, du fängst mit der Erkenntnis Gottes an. Aber diese Erkenntnis ist nicht das Ziel. Es ist ein Mittel, um dich zu einem vorläufigen Ziel zu bringen, und das ist der Glaube an Allah subhanahu wa Aber auch hier, der Glaube ist nicht nur eine Stufe, der Glaube hat mehrere Stufen. Deshalb sagt der Imam: danach und die Vollkommenheit der Bestätigung seiner, also und die Vollkommenheit des Glaubens an Allah subhanahu wa besteht darin, seine Einheit zu bezeugen. Dann kommen wir zum Tawhid. Stellt euch nochmal diese Leiter vor. Die erste Stufe ist die Erkenntnis Gottes. Die zweite Stufe ist der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Die dritte Stufe, worin der Imam kommt, ist der Tauhid. Jetzt mag man sich fragen, Moment mal, der dritte die dritte Stufe ist erst der Tauhid. Müsste der Tauhid nicht die erste Stufe sein? Dazu kommen wir inshallah. Das heißt, auch hier gilt, der Glaube allein ist nicht eine Stufe, es hat mehrere Stufen. Du kannst nur in dem Sinne gläubig sein. Dass du beispielsweise nur an Gott und seinen Propheten glaubst, mehr nicht. Das war's. Das ist der Glaube, ist der Grad, wie sehr du dein Wissen und deine Erkenntnis mit deinem Herzen verknotet hast. Je mehr du sie verknotet hast, umso stärker ist dein Glaube. Als Beispiel, damit es vielleicht besser äh, und verständlicher ist, jeder von uns hat eine bestimmte Erkenntnis, die er zu 100% mit seinem Herzen und seinem Wesen verknüpft hat und die er nicht lösen kann, niemals. Beispiel Alkohol. Dass Alkohol haram ist. Dieses Wissen haben wir, die Erkenntnis haben wir, wir haben darüber nachgedacht, wir haben geforscht, wir haben gesehen, wie schlecht Alkohol ist. Wir haben diese Erkenntnis und dieses Wissen mit unserem Wesen verknüpft und vereint, sodass wir eine absolute Überzeugung davon haben, dass Alkohol schlecht ist. Wir wissen es, wir haben es erkannt und wir haben diese Überzeugung mit unserem Herzen, mit unserer Seele verknüpft und verknotet. Das heißt, wir würden es niemals tun, weil es so sehr mit uns verknotet ist, würden wir es niemals tun, aber... Lästern beispielsweise. Wenn wir 90% der Muslime fragen, ist Lästern haram? Sie würden sagen, ja, Lästern ist haram, Lästern ist verboten. Aber trotzdem machen es alle. Warum? Weil dieses Wissen und diese Erkenntnis, die ich habe, wenn ich die abrufe, wenn ich eine Klausur schreibe und da, da ist die Frage, ist Lästern haram? Jeder würde schreiben, ja, ist haram. Aber am Ende machen wir das. Wieso? Weil dieser Grad der Erkenntnis oder diese Verknotung dieses Wissens nicht so stark mit unserer Seele ist, sodass. Wir etwas tun, obwohl wir wissen, es ist falsch. Aber diese Verknüpfung ist nicht so stark. Das heißt, der Glaube des Menschen ist nur so stark, wie wir das Wissen und die Erkenntnisse mit unserem Herzen verknüpfen. So kann man es vielleicht einfacher ausdrücken. Daher, der Prophet Muhammad, alaihi wa alai, all sein Wissen, all seine Erkenntnisse ist zu 100% mit seinem Herzen verknüpft. Jede kleinste Erkenntnis ist zu 100% mit seinem Wesen verschmolzen, sodass er, aufgrund dessen die Verkörperung des wahren Glaubens ist. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alai, als Beispiel würde niemals etwas tun, was entgegen seiner Erkenntnis ist, entgegen seinem Glauben ist. Wieso? Weil er dieses Wissen und diese Erkenntnis zu 100% mit seinem Wesen verschmolzen hat. Daher der Imam sagte, und die Vollkommenheit der Bestätigung seiner besteht darin, seine Einheit zu bezeugen, also den Tawhid zu bestätigen. Ein, ein wichtiger Punkt, der hier immer wieder zum Tragen kommt und den wir, den wir auch immer wieder in der Praxis erleben, ist, dass es bestimmte Leute gibt, die sagen, der Glaube, schön und gut, das reicht mir. Hauptsache mein Herz ist rein. Hauptsache mein Herz ist rein. Ich glaube an Allah subhanahu ich glaube an den Propheten, an den Tag der Wiederauferstehung. Mein Herz ist rein. Wieso muss ich dann noch beten und fasten und dies und jenes machen? Wozu? Ist doch nicht notwendig. Und hier schneide ich nur dieses Thema an, nämlich die Beziehung zwischen Glaube und Tat dass das eine oder das andere nicht bestehen kann. Du kannst nicht gläubig sein, ohne die Taten zu verrichten, und du kannst nicht Taten verrichten, ohne gläubig zu sein. Das eine hängt mit dem anderen zusammen und ist nicht zu trennen. Ein ganz einfaches Beispiel, damit wir hier auch schnell vorankommen. Ein ganz einfaches Beispiel, und ich denke, damit wird es schnell deutlich. Stell dir vor, du bist krank und du gehst zum Arzt. Der Arzt untersucht dich und stellt eine bestimmte Krankheit fest und sagt dir, du sollst fünfmal am Tag diese Medizin nehmen und dann wirst du wieder gesund. Du gehst nach Hause, du holst die Medizin von der Apotheke, aber du nimmst nicht diese Medizin. Und dann kommt jemand und fragt dich, wieso nimmst du nicht diese Medizin, willst du nicht gesund werden? Und du sagst, ach, ich muss die Medizin nicht nehmen, ich glaube ja an den Arzt. Ich glaube ich, ich glaub, ich, ähm, ich glaub an den Arzt und ich glaube daran, dass die Medizin mich heilt, aber ich muss sie ja nicht nehmen. Ich glaube ja an den Arzt, Es reicht mir doch. Dann sagen wir, okay, schön und gut, dass du ja daran glaubst, aber... Das ist die Voraussetzung, dass, aber wenn du die Medizin nicht nimmst, wirst du nie gesund werden. Das heißt, du gehst zum Arzt. Schön, dass du an den Arzt glaubst. Schön, dass du auch die Medikamente besorgst. Aber wenn du die Medikamente nicht nimmst, wirst du auch nicht gesund werden. Du kannst nicht gesund werden, wenn du nicht die Medikamente nimmst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, deine Seele ist krank. Sie ist krank mit Sünden. Und das Gebet reinigt dich fünfmal am Tag. So wie das Wasser des Flusses deinen Körper reinigen würde. Wieso gehen wir dann und sagen, ja, schön, wir glauben an Gott, aber dass uns diese diese Heilung gibt, dass wir uns damit heilen, dass wir uns damit reinwaschen, das brauchen wir nicht. Das heißt, so ein Beispiel könnte man treffen. Wir sehen also, niemand soll auf die Idee kommen und sagen, der Glaube alleine reicht. Ich muss nichts tun. Genauso wie du die Medizin nehmen musst, um gesund zu werden, und es reicht nicht aus, nur daran zu glauben, dass die Medizin dich heilt. Du musst auch diese Medizin nehmen. Das heißt, du musst diese Taten verrichten, die Allah Subhanahu wa Taala dir auf, aufgeschrieben hat. Nur dann erlangst du wahre Glückseligkeit und wahre Frömmigkeit in Kombination mit dem Glauben. Danach sagte der Imam also salam und die Vollkommenheit der Bestätigung seiner Einheit, oder bevor wir erstmal dazu kommen, dass der Imam al-salam äh, sagte und die Vollkommenheit der Bestätigung seiner besteht darin, seine Einheit zu bezeugen. Das heißt, okay, wir haben jetzt die Erkenntnis. Diese Erkenntnis ist so vollkommen, dass wir an Allah subhanahu wa geglaubt haben. Dieser Glaube an Allah, subhanahu wa dieses Wissen, Erkenntnis haben wir so sehr verknotet. Die Vollkommenheit dieses Glaubens besteht nun darin, zu bezeugen, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah. Subhanahu wa das heißt, der Glaube, allein dass wir einen Glauben haben, es gibt manche, die glauben, Gott sitzt auf einem Thron. Das ist auch ein Glaube. Manche glauben, Gott hat einen Körper. Manche glauben, Gott hat Füße und Hände und äh, so ist so und so groß und man wird ihn am Tage der Auferstehung sehen. Das ist ja auch eine Form des Glaubens. Aber der Imam sagt, wenn du die Vollkommenheit des Glaubens erlangen möchtest, musst du seine Einheit bezeugen. Das heißt, den Tauhid bezeugen. Und dazu werden wir natürlich speziell nochmal sprechen, was es mit dem Tauhid an sich auf sich hat. Aber... Auch da, wir sagen, oh Imam, die erste Stufe, die du uns geführt hast, war die Erkenntnis Gottes. Du hast gesagt, das ist nur ein Mittel, um zu einem höheren Ziel zu kommen. Das nächste Ziel ist der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Aber auch das ist nur ein Mittel, um zu einem höheren Ziel zu kommen. Das nächst höhere Ziel ist der Tawhid. Also die Einheit Gottes, die Bezeugung der Einheit Gottes. Aber, oh Imam, du führst uns ja weiter. Ist der Tawhid nicht das Ziel? Der Imam sagt, nein, der Tawhid ist noch nicht das Ziel. Der Tawhid ist auch nur eine Stufe, um zu einem weiteren Ziel zu kommen, nämlich, und die Vollkommenheit der Bestätigung seiner Einheit liegt in der Aufrichtigkeit ihm gegenüber. Das heißt, auch der Tauhid hat Stufen. Glaubt nicht, dass der Tauhid nur eine Stufe ist. Auch der Tauhid hat geringe Stufen. Er hat höhere Stufen, er hat höhere Stufen. Bis wir zu einem Grad des Tauhids kommen, über den es keinen höheren Tauhid gibt. Und das ist beispielsweise der Tauhid des Gesandten Gottes Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, der Imam sagt, und die Vollkommenheit des, der Bestätigung seiner Einheit, die Vollkommenheit des Tauhids besteht, besteht in der Aufrichtigkeit ihm gegenüber. Das heißt, diese Aufrichtigkeit, die wir in der Vollkommenheit des Tauhid erreichen, diese Aufrichtigkeit ist nicht die Aufrichtigkeit, die, die als Gegenteil Ria hat, also Augendienerei. Weil wir wissen, zum Beispiel, wenn ich eine, ein Gebet verrichte, dann mach, wenn ich dies aufrichtig mache, dann mache ich dies nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich sehe, jemand beobachtet mich und ich mache mein Gebet extra schick und schön, dann mache ich Augendienerei, ich mache es für ihn. Das ist dann nicht aufrichtig. Das Gebet wäre in dem Fall nicht aufrichtig, aber... Der Imam, a.s. sagt, die Vollkommenheit des Tawheeds Gottes besteht in der Aufrichtigkeit ihm gegenüber. Und diese Aufrichtigkeit, die der Imam hier meint, hat nicht als Gegenteil Augendinarei, also Ria, sondern halt als Gegenteil Schirk. Das heißt, der Imam sagt, die höchste Stufe des Tawheed ist, dass nicht mal ein einziger Funken des Schirk vorhanden ist. Und Schirk kann sein, dass du deine Hoffnung auf jemand anderen außer auf Allahs (swt) setzt, das ist schon Schirk. Eine geringe Form. Es gibt ja verschiedene Formen des Schirks: Schirk al Kafiy oder Schirk al jaleh beispielsweise. Es gibt Schirk, der dich direkt aus der Religion rauswirft, wenn du sagst, es gibt zwei Götter und du betest zwei Götter an. Das ist Schirk. Du bist kein Muslim, wenn du dies tust. Wenn du dies tust. Aber es gibt kleinere, versteckte Formen des Schirks, die trotzdem noch dazu führen, dass du noch im Islam bleibst, dass du Muslim bist, aber die deinen Tauhid verunreinigen. Die diese Gottesvorstellung, die du hast, verunreinigen. Der Imam sagt, wenn du die höchste Form, die höchste Stufe des Tawhids erlangen willst, muss dein Tawhid frei von jeglicher Form des Schurks sein. Und das ist der Tawhid, über den die Rechtsschule der Ahlul Bayt, im spricht. Das heißt, es ist die Aufrichtigkeit im Tawhid, dass nichts und niemand neben Allah Subhanahu wa Ta'ala etwas bewirken kann und das ist der Glaube der Shia, der Anhänger der Rechtsschule der Ahlul alayhim, dass nichts und niemand etwas bewirken kann außer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nichts und niemand, nicht einmal das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi kann etwas von sich aus bewirken ohne die Kraft und das Einverständnis und die Erlaubnis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nicht einmal das Siegel der Propheten und gäbe es eine, eine, eine Existenz, die Allah näher ist als das Siegel der Propheten, hätte ich sie erwähnt. Aber wir kennen keine Existenz, die Allah näher ist als das Siegel der Propheten, Muhammad sallallahu wa wa Was ist dann mit Ya ja Ali? Was ist mit ja Fatima? Was ist mit äh, diesen Sachen, wo, ähm, weswegen man den Schiiten Schirk vorwirft? vorwirft? Sagen die Schiiten, sie tun etwas neben Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn ja, ganz klar Schurk. Wenn jemand kommt und sagt, ich sage, ja Ali, hilf mir, unabhängig von Allah subhanahu wa ta'ala, unabhängig von der Kraft und der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala, würden wir sagen, diese Person ist ein Mushrik und er ist raus aus der Religion. Aber er sagt, ja Ali, er sagt, ja Amir Umini. wir sagen trotzdem, jeder der behauptet, dass etwas neben Allah subhanahu wa ta'ala etwas bewirken kann in dieser Ordnung, ohne die Kraft, ohne die Erlaubnis, ohne die Ausdauer Allah subhanahu wa ta'ala, der ist ein Mushrik. Und sag noch tausendmal, ja, Muhammad, ja, Ali, ja, Fatima, das wäre Schirk, wenn du denkst und glaubst, sie könnten etwas neben Allah subhanahu wa ta'ala ähm, bewirken. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat Mittel erschaffen, durch die er versorgt. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der heilt. Aber heilt er einfach so ohne Mittel oder hat er die Heilung in Medikamente gelegt? Hat er die Heilung beispielsweise in einen Arzt gelegt, der dir bestimmte Medikamente gibt? Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala heilt dich durch die Medikamente. Allah subhanahu wa ta'ala sättigt dich durch das Essen. Allah subhanahu wa ta'ala löscht deinen Durst durch das Trinken. Du kannst Durst haben, du kannst tausend Jahre da machen, oh Allah, lösch mein Durst, lösch mein Durst, lösch mein Durst. Es passiert nichts. Ist Allah nicht imstande dazu? Natürlich ist Allahs ta'ala imstande dazu. Er kann sofort deinen Durst auslöschen, wenn er möchte. Aber seine Weisheit hat entschieden, dass nichts passiert ohne ein Mittel. Allah subhanahu wa sagt, du willst, dass ich deinen Durst lösche? Ich lösche deinen Durst. Nichts lieber als das. Trink Wasser. Denn dort habe ich diese Eigenschaft gelegt, dass dein Durst gelöscht wird. Du willst geheilt werden. Du bist krank. Du willst geheilt werden. Nichts lieber als das. Ich bin der Einzige, der dich heilen kann. Niemand kann dich heilen, außer Allah subhanahu wa Aber ich habe meine Heilung in dieses Medikament gelegt. Nimm dieses Medikament, dann heile ich dich. Und genauso, ja, Allah subhanahu wa erfüllt dein Dua und deine Bitten und deine Wünsche durch die Fürsprache von Muhammad wa al-Muhammad salatullah wa wenn man sagt, dass dies Schirk ist, dann ist die Einnahme von Medikamenten Schirk. Ganz einfach. Wenn du sagst, es ist Schirk zu sagen, oh Muhammad lege Fürsprache bei Allah ein, oh Ali, lege Fürsprache bei mich ein. Wenn du sagst, das ist Schirk, dann ist es Schirk, dass du isst und trinkst. Wieso? Gesellst du Gott Medikamente bei? Sagst du, das Medikament halte dich neben Gott? Sagst du, das Wasser löscht dein Durst neben Allah? Wa das ist Schirk. Wallahu aber kein vernünftiger Mensch würde auf diese Idee kommen. Wieso? Weil er sagt, dieses Wasser ist ein Mittel, womit Allah subhanahu wa ta'ala meinen Durst letztendlich stillt. Muhammad wa al-Muhammad, die Imame der Ahl Imam der Ahl-Bayt, Imam al-Hussein wir gehen dahin, nicht weil sie von sich aus etwas machen können. Ja, das wäre Schirr. Wir gehen dahin, weil sie einen hohen Rang bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. Weil wenn sie Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dann erfüllt Allah subhanahu ihre Anliegen, ihre Fürsprache, nimmt diese Fürsprache viel eher an, als dass ich mit meinen schmutzigen Händen, mit meiner schmutzigen Zunge Allah subhanahu Ja, ich kann es machen, keiner sagt, ich darf nicht mich nicht direkt an Allah wenden, natürlich kann ich es machen. Aber der Koran sagt selber, und nimmt eine Wasile zu ihm, nimmt eine Wasile zu Allah subhanahu ta'ala. Das heißt, ich sage, oh Allah, erfülle mein mein Bedürfnis beim Recht von Muhammad Al-Muhammad. O Allah, beim Grab von Abi Abdullah al-Hussein, ähm, gewähre mir dies und jenes. O Allah, beim heiligen Blut von Imam al-Hussein beispielsweise, gewähre mir das und das. O Allah, bei der gebrochenen Rippe von Fatima al al-Zaraa gewähre mir dies und jenes. Die Bitte ist zu Allah subhanahu wa die Fürsprache, alles endet bei Allah subhanahu wa Deswegen jemand, der das nicht verstanden hat, der wird den Shi'it vor, ähm, vorwerfen, das ist klar. Wenn er denkt, wir wenden uns an, Imam Imame der ahl an Fatima, an Ali, an Imam Hussein, der Friede Gottes sei mit ihnen, und sagen, wir, sie tun etwas von sich heraus, das ist Schirk, das ist Kufur, klar. Das sagt aber kein normal denkender Schiite, jedenfalls auf der Welt. Und die Mehrheit der Shia, die, die, ähm, die Ansicht der Rechtsschule der ahl ist, dass diese Fürsprache, dass al Muhammad al-Muhammad, Fürsprecher sind bei Allah subhanahu ta'ala, und das ist das was der koran bestätigt das ist das was der prophet muhammad selber bestätigt hat und das ist das was auch die sahaba nach dem tod des propheten gemacht haben und darüber haben wir auch öfters schon mal gesprochen das heißt ja ali wenn du sagst ja ali ist Shirk, dann geh nie wieder zum arzt weil nur allah hält Du machst Schirk, indem du zum Arzt gehst. Also, die Sache ist einfach. Weil in Surat heißt es doch, und das ist mit dem Argument, kommen auch viele und sagen: In Surat heißt es doch, na abdu wa Dich beten wir an und nur dich rufen wir um Hilfe. Wie kann ich dann einen Arzt um Hilfe rufen? Wie kann ich jemand anderes um Hilfe rufen? Aber der Quran sagt auch, Was ta'inu bi sabri wa salat? Ist das jetzt ein Widerspruch? Hat sich Allah Subhanahu wa Taala hier widersprochen? Er sagt in Surat Al-Fatiha: Iya kana wa iya Dich allein bitten wir um Hilfe, o Allah. Aber an anderer Stelle sagt der Koran: Was stainu bil was salah? Ist Allah Sabr? Nein. Ist Allah Salah? Nein. Aber sucht Zuflucht beim bei der Geduld und beim Gebet. Das heißt, wir sehen also, die Angelegenheit ist eindeutig. Der Imam Salam sagt also, wenn ihr die höchste Form des Tawhids erlangen wollt, so ist dies die Aufrichtigkeit, die absolute Klarheit in eurem Gottesverständnis, dass nichts und niemand etwas bewirken kann in dieser Welt, in dieser Dunya, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb, Wofür soll ich dann, warum soll ich dann Angst haben vor jemand anderem, der mir etwas Schlechtes tun kann oder der mir etwas Schlechtes tut? Wofür soll ich überhaupt Angst haben vor etwas anderes außer Allah subhanahu wenn ich dieses Verständnis erlangt habe, dass nichts und niemand in dieser Welt etwas wahrhaftig, wahrhaftig bewirken kann außer Allah subhanahu Ja, wir können jetzt darüber reden, Kriege und Hunger, das ist ein anderes Thema, worüber man sprechen kann. Aber für mein Gottesverständnis. Dass ich weiß, Allah ist immer da. Allah ist derjenige, der mich immer hört, der mich heilen kann, der mich bewahren kann, der mich vor meinen Feinden schützen wird. ladhina amenu. Allah ist das, das Form und derjenigen, die gläubig sind. Wenn ich dieses Verständnis habe, Allah ist für mich da, Allah ist mein Vormund, Allah beschützt mich, Allah weiß, was mit mir passiert, Allah weiß, dass mir mein Recht genommen wurde. Und irgendwann kriege ich alles wieder zurück. Wovor soll ich dann Angst haben? Wofür soll ich schlaflose Nächte haben, Appetitlosigkeiten, Depressionen verfallen? Wenn ich aber das richtige, absolute Gottesverständnis habe dass nichts neben Allah subhanahu existiert, nichts etwas bewirken kann, neben Allah wa ta'ala. Jetzt soll jemand kommen und sagen, dieses Verständnis des Tawhid ist Schirk. Das ist das Verständnis des Tawhid der Rech der Ahl-Bayt alayhi salam. Wir wollen mit diesem Vortrag eine Hudja, einen Beweis an all diejenigen liefern, die sagen, Schiiten sind kufar, weil sie Schirk begehen. Wo ist hier der Schirk? Wo ist hier etwas, was nicht dem Tawhid, was nicht dem Tauhid entspricht? Deshalb. Wenn wir dann kommen und über den Tawhid sprechen, dann sehen wir, dass der Tawhid verschiedene Stufen hat. Eines der wesentlichen und wichtigsten Stufen ist at Tawhid das heißt das Einheitsbekenntnis des Wesens. Und das ist das, worüber diese vier Abschnitte in der Predigt des Fürsten der Gläubigen, äh, worüber er gesprochen hat, nämlich das Einheitsbekenntnis des Wesens. Und wir müssen endlich eine Sache begreifen, nämlich eine koranische Basis, die besagt, Nichts ist ihm gleich, nichts ist Allah subhanahu wa ta'ala gleich, nichts ist seinem Wissen gleich, nichts ist seinem Wesen gleich, nichts ist seinen Eigenschaften gleich, absolut nichts und egal was du dir vorstellst, egal was du dir vorstellst, so ist dies ein, ein Produkt deines Verstandes und es kehrt zu dir zurück und es ist etwas anderes als Allah subhanahu wa ta'ala. Wieso? Nichts ist ihm gleich. Wenn ich jetzt sage, Allah ist einer, ihr kennt hier diese, diese Leute, die kommen und sagen, Allah ist einer, eins zu eins. Welche Form der Einheit meine ich hier? Wenn ich sage, Allah ist einer, was ist das für eine Einheit? Es gibt verschiedene Formen der Einheit. Es gibt eine Einheit, die besagt beispielsweise, als Beispiel hier, diese Tasche ist eins. Das ist eine Tasche. Wenn ich sage, Allah ist einer, ist das so wie diese Tasche, die jetzt auch eins ist? Bestimmt nicht. Wieso? Wenn ich von der Einheit Gottes spreche, dann spreche ich auch davon, dass die Einheit Gottes einzigartig ist und dass sie nicht mit den Geschöpfen zu vergleichen ist. Das heißt, genauso ist nichts gleich seiner Einheit. Wenn wir sagen, Allah ist einer, diese Einheit ist nicht die gleiche Einheit, die wir kennen. Unmöglich. Warum? Weil kamithlihi shay eine grundlegende Basis, die besagt, nichts ist Allah subhanahu wa taala gleich. Wir haben zwei Formen der Einheiten. Zum einen eine zählbare Einheit und das ist die Einheit der Geschöpfe. Das ist eins. Das ist eine Tasche, die ich hier habe. Das ist eine Tasche. Das ist eine zählbare Einheit. Ich kann sie zählen. Ich kann eine zweite Tasche holen, dann habe ich zwei Taschen. Ich kann eine dritte holen, dann habe ich drei Taschen und so weiter. Das ist eine zählbare Einheit. Sie hat einen Anfang. Ein Anfang und ein Ende, diese zählbare Einheit. Sie fängt hier an und endet hier. Und es kann etwas Zweites daneben existieren. Ich könnte eine zweite Tasche holen, eine dritte Tasche und so weiter und so fort. Wie sieht es aber mit der Einheit Gottes aus? Ist das auch so eine Einheit? Sage ich also, Allah ist einer, genauso wie diese Tasche eins ist? Nein. Wieso? Laisse das heißt, die Einheit Gottes ist keine zählbare Einheit, sondern eine unzählbare Einheit. Das heißt, wenn wir über die Einheit Gottes sprechen, differenzieren wir. Wir sagen einmal, es gibt die Wahde Adadiye, die zählbare Einheit, und es gibt die Wahde Adadiye, die unzählbare Einheit. Und die Charakteristika dieser unzählbaren Einheit ist, dass sie keinen Anfang und kein Ende hat. Das heißt, es ist eine unendliche Einheit und es kann nichts daneben existieren. Es ist nicht möglich, dass etwas daneben existieren kann. Das heißt, wenn wir über die Einheit Gottes sprechen, dann sprechen wir von einer unzählbaren Einheit. Das heißt, eine Einheit, die keinen Anfang und kein Ende hat. Weil wann beginnt oder wann kann eine zweite Tasche hier hinzukommen, wenn ich einen Anfang dieser Tasche habe und ein Ende? Wenn diese Tasche also einen Anfang und ein Ende hat, dann kann eine zweite daneben existieren, aber die Einheit Gottes hat keinen Anfang, hat kein Ende und dementsprechend kann es nicht etwas geben, was neben Allah Subhanahu wa Ta'ala existiert, weil es kann nur dann etwas existieren neben etwas, wenn es einen Anfang und ein Ende hat, weil nur da, wo das erste Ding endet, fängt ja das zweite Ding an. Da wo das erste Buch endet, fängt das zweite Buch an, da wo die ähm, wo die äh, erste Tasche endet, fängt die zweite Tasche an. Das heißt, die Einheit Allah subhanahu wa ta'ala ist solch eine Einheit, dass sie keinen Anfang und kein Ende hat. Dementsprechend kann es keinen zweiten Gott nehmen kann. Es, äh, oder es kann keinen zweiten Gott geben. Das heißt, wenn wir sagen Allah ist einer, bedeutet das nicht, dass es keinen zweiten gibt, sondern es bedeutet, dass es keinen zweiten geben kann. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied, wenn wir von der Einheit Gottes sprechen. Wenn wir sagen, Allah subhanahu ist einer, dann heißt es nicht, dass es, äh, dass Allah nur einer ist und dass es keinen zweiten gibt. Sondern es bedeutet, Allah ist einer und es kann keinen zweiten geben. Es ist ausgeschlossen. Es ist nicht möglich. Es ist nicht mal in der Theorie möglich, dass es einen zweiten Gott gibt. Wieso? Weil die Einheit Gottes keinen Anfang und kein Ende hat. Dementsprechend kann es keine zweite Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala geben. Ein ganz einfaches Beispiel. Stellt euch einen Prototyp von einem Auto vor. Sagen wir mal, Elon Musk kommt irgendwann und äh, baut ein Auto nur für sich. Äh, Space Car 5000. Es gibt nur dieses eine Auto auf der ganzen Welt. Kein einziges Auto existiert. Es gibt nur dieses eine Auto. Du sagst, dieses Auto ist einzigartig. Dieses Auto ist eins. Gibt es ein zweites Auto? Nein, es gibt kein zweites Auto. Es gibt nur dieses eine einzige Auto auf dieser Welt. Wenn ich sage, Allah ist einer, sage ich so, dass Allah so eine Eins ist wie dieses Auto, dass es nur dieses Auto gibt, aber kein zweites? Nein. Wir sagen, <laughs> nicht gleich Allah subhanahu wa ta'ala ist einer, neben dem es keinen zweiten geben kann. Theoretisch wäre es machbar, dass man ein zweites Auto baut, einen zweiten Prototypen. Aber es ist nicht möglich, dass. Allah subhanahu wa dass etwas neben Allah subhanahu wa ta'ala existieren kann. Und das ist das Einzigartige an der Einheit Allah subhanahu wa ta'ala in der Schule der Ahlul Bayt a.s. und so bis zur Zeit von äh, Mullah Sadra, der im Jahre 19, äh, 1980 bis 1050 gelebt hat, der als erster diese Unterteilung gemacht hat zwischen zählbarer und unzählbarer Einheit, extrahiert aus den Worten von Imam Amir al-Mu'minin salatullah wa Das heißt... Manch einer mag kommen, und sagen, so spät erst, also Sheikh al-Mufid und Sheikh al und Sheikh Sadr, wussten die das nicht? Die Sache ist, die Islam ist eine Wissenschaft, die sich weiterentwickelt. Man setzt sich hin, man forscht nach, man differenziert, man, äh, analysiert. Es ist eine Wissenschaft, die sich weiterentwickelt. Natürlich gab es diese Lehren in den Worten von Emir al-Mu'minin alaihi salam, aber bis dann Gelehrte kommen und dies extrahiert haben und es genau definiert haben. Die gesagt haben, Moment mal, bevor wir das so vermischen, eins, 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 wir müssen aufpassen. Die Einheit der Geschöpfe ist eine andere Einheit als die des Schöpfers. Wenn wir sagen, Allah ist einer, ist es eine andere Einheit, als wenn ich sage, diese Tasche hier ist eins. Wir müssen differenzieren und dementsprechend ist also auch der Islam eine Wissenschaft, die sich immer weiterentwickelt und äh, Lehren extrahiert. Ein ganz bekanntes Beispiel ist die moderne Wissenschaft, wenn sie kommt und beispielsweise die Stufen der, der Entstehung des Menschen analysiert oder aber die Fingerabdrücke oder oder oder. Dass wir dann immer kommen und sagen, ah, der Koran hat es schon vor 1400 Jahren gesagt. Als Beispiel, ja, der Koran hat es gesagt. Aber wann hat man dies bestätigt oder wann hat man dies auch in der Wissenschaft äh, gefunden, als diese Wissenschaft dann weiter vorangeschritten ist? Deshalb sagte der Imam Ali Alles, was als eins außer ihm bezeichnet wird, ist gering. Achtet genau auf diesen Satz: Alles, was als eins außer ihm bezeichnet wird, ist gering. Wieso? Weil alles was ich als eins bezeichne, außer Allah, ist gering, weil es einen zweiten geben kann, es kann einen dritten geben, es kann einen vierten geben. Egal welche Zahl ich nehme, ich kann eins hinzuaddieren. Es kann immer eine Zahl größer geben. Deshalb alles, was als eins außer ihm, außer Allah, bezeichnet wird, ist gering. Wieso es ist es aber nicht gering, wenn ich sage, Allah ist einer? Wieso ist das nicht gering? Weil es nicht möglich ist, dass es einen zweiten geben kann, weil diese Einheit Gottes kein Anfang und kein Ende hat und dementsprechend keinen zweiten zulässt. Es duldet keine zwei und keine drei. Deshalb also, um es grob zusammenzufassen, die Eigenschaft der Wahda adadiyya, die Eigenschaft der zählbaren Einheit ist, es ist begrenzt, daher duldet es die Mehrzahl. Aber die Eigenschaft der Wahda ghair adadiyya, die unzählbare Einheit, auf die Allah subhanahu wa zutrifft, die ist unbegrenzt, es duldet keine Mehrzahl. Das heißt, um es grob zusammenzufassen, das Einheitsbekenntnis des Wesens besagt, das Wesen Gottes ist eins. Es ist nicht teilbar, es hat keinen Anfang und kein Ende und es ist nicht zählbar. Und das ist das, was man meint, wenn man sagt, Allah Subhanahu wa Ta'ala ist Wahid, Hu'allahu al-Wahid al beispielsweise, also die Wahda <laughs> 'adadiyya. Doch genauso liest man auch im Koran, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala Ahad ist. Man, man sagt ja zum einen Allah ist Wahid und man sagt, ahad. was ist der Unterschied zwischen Wahid und Ahad? Ganz einfach zusammengefasst ist, wenn ich von Allah Wahid spreche, Allah ist Einer, dann meine ich diese nicht zählbare Einheit. Dass er keinen Anfang, kein Ende hat und keine Plural, keine Mehrzahl duldet. Das heißt, er ist in seinem Wesen unendlich eins und nicht äh, begrenzt. Wenn ich sage, qul Ahad, was ist Ahad? Ahad ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht zusammengesetzt ist. Der Mensch beispielsweise, wenn wir uns den Menschen ansehen, er ist zusammengesetzt aus Gliedmaßen, aus Fleisch, aus Blut, aus diesem und jenes, aus diversen Teilen ist er zusammengesetzt. Wäre Allah subhanahu wa Wesen zusammengesetzt, so wäre er abhängig von seinen, eigenen, von seinen einzelnen Bestandteilen. Und dann wäre jedes Teil, jedes Bestandteil selbst ein Gott und wie wir sagen, es kann keine mehreren Götter natürlich geben. Das heißt, wäre das Wesen Allah zusammengesetzt, so wäre er abhängig von seinen einzelnen Bestandteilen. Und der Koran ist klar und deutlich: sagt Allah ist Al-Ghani. Das heißt, Allah ist derjenige, der unabhängig ist. Er ist nicht abhängig von seinen Einzelteilen, weil er keine Einzelteile hat, weil Allah subhanahu wa ta'ala nicht zusammengesetzt ist, wie der Mensch beispielsweise zusammengesetzt ist, aus dem Wesen, aus den Eigenschaften, aus den Taten und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala ist also einheitlich nicht zusammengesetzt. Genauso wie beispielsweise das Wasser. Das Wasser H2O ist zusammengesetzt aus Wasserstoff und Sauerstoff. Würden wir einen Bestandteil wegnehmen, dann hätten wir kein Wasser mehr. Dann wäre es ein anderer Stoff. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist Ahad, er ist nicht zusammengesetzt, er ist einheitlich, er ist eins, in seinem Wesen eins, so dass er nicht aus Bestandteilen zusammengesetzt ist, weil sonst wäre er von diesen Bestandteilen zusammen äh, abhängig. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist der absolute Reichtum. Er ist die absolute notwendige Existenz und der Mensch ist die mögliche Existenz. Und es gibt eine sehr schöne Überlieferung von Hisham ibn Salem, einer der Schüler von Imam As-Sadu und das ist wirklich eine meiner Lieblingsüberlieferungen. Von Hisham ibn Salem, und wie gesagt, war dies ein Schüler von Imam Sadiq, der im Bereich des Tawhid spezialisiert wurde. Also, wenn wir uns die gewaltige Schule von Imam As-Sadiq ansehen, sehen wir, dass er diverse Studenten und Schüler hatte. Ein Schüler wie Hisham ibn Salem war spezialisiert auf den Tawhid. Zurara beispielsweise war spezialisiert auf den Fiqh. Hisham ibn al Hakim war zum Beispiel spezialisiert auf das Imamat und so weiter und so fort. Und eines Tages, der Imam testet natürlich seine Schüler. Und eines Tages kam der Imam zu ihm und, und sagte zu ihm, kannst du mir Allah subhanahu wa ta'ala beschreiben? Er fragte seinen Schüler, Hisham bin Salem, der ein Spezialist im Tawhid ist. Er fragte ihn, kannst du Allah beschreiben? Und er sagte, ja. Und der Imam fragte ihn, beschreibe ihn mir. Und Hisham sagte, Sami'ul Basir. Er ist der Hörende, der Sehende. Und das ist in der Tat eine sehr kluge Antwort von Hisham. Also man sieht, okay, er hat sich darüber Gedanken gemacht und hat klug geantwortet. Wieso? Weil der Koran sagt, basir. Nichts ist ihm gleich und er ist der Sami' der Sehende, äh, der Hörende, Al-Basir der Sehende. Das heißt, der Koran leugnet alles, was zuvor war und schreibt Allah subhanahu diese beiden Eigenschaften zu, ist samir Al-Basir. Deswegen Hisham hat nachgedacht, wie soll ich Allah beschreiben? Der Imam stellt mir eine Frage, er ist as Al-Basir. Kluge Antwort, keiner von uns wäre darauf gekommen. Aber der Imam widersprach ihm trotzdem. Nicht umsonst ist er der Imam. Der Imam widersprach ihm und sagte: Das sind Eigenschaften, die er mit seiner Schöpfung teilt. Misham war daraufhin verwundert. Okay, er sagte: Wie beschreibst du ihn, O Sohn des Gesandten Gottes? Ich will von dir lernen, O Sohn des Gesandten Gottes. Wie beschreibst du Allah subhanahu ta'ala? Und der Imam a antwortete: Und bevor ich die Antwort vorlese, als Hisham diese Antwort vom Imam gehört hat, sagte er selber, er sagte, ich verließ den Imam daraufhin und ich war der Wissenste unter den Menschen, was den Tawhid angeht. Hisham hat diese Antwort, die jetzt kommt, vom Imam gehört und als er diese gehört hat, ging er raus vom Imam und sagte, nach dieser Antwort, nach dieser Erkenntnis, die ich von dieser Aussage des Imams bekommen habe, war ich der Wissendste unter den Menschen, was den Tawhid angeht. Was hat der Imam geantwortet? Hisham fragte ihn, wie beschreibst du ihn, o Sohn des gesandten Gottes? Und der Imam sagte, er ist Licht ohne Dunkelheit und Leben ohne Tod und Wissen ohne Unwissenheit und Wahrheit ohne Unwahrheit. Jetzt mag manch einer von uns denken, Moment mal, was, was soll das denn jetzt heißen? Was hat es jetzt damit auf sich? Und wieso, was für eine Erkenntnis hat Hisham hieraus gezogen, dass er gesagt hat, ich trat heraus und war der Wissenste? Von den Menschen, was den Tawhid angeht. Der Imam al hat hier eine starke Verknüpfung erstellt, nämlich er hat Allah subhanahu wa ta'ala in dem Sinne beschrieben, dass er gesagt hat, schau her, oh Hisham. Der Mensch beispielsweise, ich bin als Beispiel, ich bin ein Mensch, ein ganz normaler Mensch. Der Mensch, hat bestimmte Eigenschaften. Er kann sehen, er kann hören, er kann sprechen und so weiter. Wenn ich vom Menschen die Eigenschaft des Sehens wegnehme, ist er noch ein Mensch oder nicht? Natürlich. Er ist blind, aber er, er, kann, er ist immer noch ein Mensch. Wenn ich vom Menschen die Eigenschaft des Hörens wegnehme, ist er immer noch ein Mensch oder nicht? Ja, er ist immer noch ein Mensch, aber er hört nicht. Das heißt, diese Eigenschaften sind nicht an sein Wesen gekoppelt. Ich kann diese Eigenschaften trennen, ohne dass ich beispielsweise den Menschen nicht mehr zum Menschen mache. Er bleibt ein Mensch, aber er ist blind. Er bleibt ein Mensch, aber er ist taub. Er sagt aber, <laughs> nichts ist Allah gleich. Er sagt, bei Allah ist das nicht so. Allah subhanahu ist Licht ohne Dunkelheit. Allah subhanahu ist das absolute Licht. Licht ohne Dunkelheit. Er ist Leben ohne Tod. Wieso? Weil wann fängt der Tod an, wenn das Leben aufhört? Wann fängt die Dunkelheit an, wenn das Licht aufhört? Das heißt, hier hat Imam al-Sadiq hat eine Lehre gegeben, dass er sagte: oh Hisham, das Wesen Allah Subhanahu es gibt bestimmte Eigenschaften, die sein Wesen sind. Und wenn sie sein Wesen sind, so sind diese Eigenschaften unbegrenzt. Er ist Licht ohne Dunkelheit, das heißt, er ist Unendlichkeit. Er ist, die, er ist das Licht ist die Unendlichkeit in dem Sinne. Er ist Leben ohne Tod. Allah Subhanahu wa Eigenschaft des Wesens ist das Leben, al-Hayy." Wann fängt der Tod an? Wenn das Leben endet. Allahs Eigenschaft des Wesens ist Wissen. Wenn du Wissen von Allah wegnimmst, kannst du es trennen? Kannst du Wissen und Allah trennen? Nein. Weil das Wissen die Eigenschaft seines Wesens darstellt. Du kannst es nicht trennen, wie bei Menschen beispielsweise. Deswegen ist Allah eins. Die absolute Einheit ist Allah subhanahu ta'ala. Du kannst es nicht trennen. Bei Menschen kannst du trennen. Der Mensch ist zusammengesetzt. Du kannst die Eigenschaft entfernen. Du kannst das wegnehmen. Du kannst das hinzufügen. Nicht bei Allah subhanahu ta'ala. Das heißt, Allah ist Wissen ohne Unwissenheit und Wahrheit ohne Unwahrheit. Wann fängt die Unwahrheit an? Wenn die Wahrheit aufhört. Wann fängt Unwissenheit an? Wenn das Wissen aufhört. Wann fängt der Tod an? Wenn das Leben aufhört. Wann fängt Dunkelheit an? Wenn das Licht aufhört. Das war jetzt eine ganz, ganz grobe Zusammenfassung dessen. Aber diese Erkenntnis, die der Imam ihm hier gegeben hat, ihm gezeigt hat, oh, oh Hisham, wenn ich dir so eine Frage stelle, dann denke genau darüber nach, was die Antwort darauf ist. Samir al-Basir ist eine schöne, gute, korrekte Antwort, die ist nicht falsch, ja. Aber der Imam wollte ihn auf eine nächst höhere Stufe, auf ein nächst höheres Level bringen, was den Tawhid angeht. Von Hisham ibn Salem, der als auserkorener Schüler von Imam Assad al salam gilt bezüglich dem Tawhid. Und deshalb, nach dieser Erkenntnis, und Hisham hat es verstanden, er sagte, ich verließ den Imam daraufhin und ich war der Wissenste unter ihnen, was den Tawhid angeht deshalb auch wenn wir nur ein paar prozente dieser erkenntnis und dieses wissens heute mitnehmen, dann sind wir in unserem tauhid verständnis einen großen schritt vorangeschritten. wieso? weil wir jetzt erfahren haben, allah subhanahu wa das wesen ist eins. Er hat kein Ende und kein Anfang, er ist die absolute Unendlichkeit. Allahs Wesen ist nicht zusammengesetzt. Wir können, wir können das Wesen Gottes nicht erfassen. Dieses Wissen ist uns verborgen, weil Allah subhanahu wa ta'ala unbegrenzt ist, der Mensch alles, was existiert, alles, was erschaffen wurde, ist begrenzt und kann das Unbegrenzte nicht erfassen. Punkt. Jetzt mag jemand kommen und sagen, selbst das Siegel der Propheten Muhammad, wenn wir den Gesandten Gottes Muhammad sallallahu fragen, O oh Gesandter Gottes, beschreibe uns das Wesen Gottes. Kannst du das Wesen Gottes erfassen? Nein. Nicht, weil Allah subhanahu wa dieses Wissen verborgen hat, sondern weil niemand dieses Wissen tragen kann. Wieso? Weil alles, was existiert außer Allah subhanahu wa beschränkt ist, begrenzt ist, arm ist, abhängig ist von Allah. Subhanahu wa Dementsprechend ist es nicht möglich, ihn zu erfassen. Nicht sein Wesen. Aber wodurch können wir Allah wa erkennen? Und was ist der einzige Weg, der uns offen gelassen wurde, um Allah wa zu erkennen? Ist durch seine Namen. Die Eigenschaften Gottes, die Namen Gottes, das ist das einzige Tor, was uns offen gehalten wurde, um Allah subhanahu zu erkennen. Und wer sind die Namen Gottes, wer sind die Verkörperung dieser Namen Gottes? Die Überlieferungen sagen deutlich von Imam Arawla, wenn ich mich nicht irre, sagt er, Allah, bei Allah, wir sind die schönsten Namen Gottes, durch die Allah subhanahu erkannt wird. Wenn du zu Allah subhanahu wa ta'ala willst, der beste und direkteste und schnellste Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu seiner Erkenntnis führt nicht vorbei, außer durch die Imame der Ahlul Bayt Salatullahi wa sallam und an ihrer Spitze das Siegel der Propheten Muhammad salallahu alayhi wa alayhi, denn sie sind die Verkörperung der schönsten Namen Gottes auf dieser Erde und du kannst zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht gelangen und ihn nicht erkennen, außer durch die Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, wenn wir nun zu einem Fazit kommen, würden wir sagen, dass der Tawhid die Basis der Religion ist? Der Tawhid ist das Fundament von allem, von der gesamten Religion. Alles fängt beim Tawhid an und alles endet beim Tawhid. Ohne ein richtiges Verständnis vom Tawhid kannst du deine Religion nicht richtig verstehen. Der Tawhid ist das A und O. Vom Tawhid, vom Basis geht alles weitere ab. Das Imamat, das Prophetentum, der Tag der Auferstehung, alles was in deinem Leben passiert, hat als Basis ein, ein korrektes und richtiges Tawhid-Verständnis. Nichts und niemand, und das ist eines der Überzeugungen, dass nichts und niemand imstande ist, etwas zu bewirken, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Alles geschieht mit seiner Kraft, mit seiner Erlaubnis, mit seinem Einverständnis. Dass wir sagen können, das Wesen Allahs ist eins, die Eigenschaften Gottes, die, die, die Taten des Allah subhanahu alles ist eine absolute Einheit. Natürlich ist es ein Punkt, den wir auch im Laufe unserer Unterrichtsreihe inshallah auch weiter ähm weiter ähm, erklären werden. Und inshallah, wie gesagt, montags 21 Uhr immer bei Discord führen wir den Unterricht weiter. Das war jetzt, wie gesagt, nur eine ganz, ganz grobe Zusammenfassung der Unterrichtseinheiten, die wir bisher hatten. Vieles davon, darauf konnten wir natürlich nicht näher eingehen. Die Geschwister, die mitgemacht haben, werden jetzt sagen, wir haben so viele Sachen eigentlich übersprungen, aber das soll ja, wie gesagt, ein, ein Basic, eine Basis darstellen, äh, sodass man den weiteren Verlauf des Unterrichts mitmachen kann. Weil wir jetzt nämlich natürlich auch weitermachen mit den Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala und den Namen Allah subhanahu wa ta'ala und zum Tawhid As-Sifati kommen, also das Einheitsbekenntnis der Eigenschaft, nachdem wir über das Einheitsbekenntnis des Wesens, also Tawhid Azati, al gesprochen haben. Das werden jetzt quasi weiterhin unsere Themen sein. Dass wir also erkennen, dass Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige ist, ohne den nichts läuft, ohne den nichts be bewerkstelligt werden kann, dass Allah subhanahu wa ta'ala Mittel erschuf, durch die er heilt, durch die er gibt, durch die er versorgt. Das sind aber alles Mittel seiner. Nichts davon kann ihn subhanahu wa ta'ala jemals ersetzen oder auch nur annähernd herankommen. Alles geschieht durch diese Mittel. Durch ihn besteht alles. Und alles würde zusammenbrechen und nichtig sein, wenn Allah subhanahu ta'ala auch nur eine einzige Sekunde oder Millisekunde seine Gunst und Gnade von uns abwendet. Würde alles zusammenbrechen. Alles besteht durch die Gnade und durch die Gunst von Allah subhanahu ta'ala. Und genauso wie er uns alles gab, kann er uns auch alles nehmen. Und von ihm kommen wir und zu ihm kehren wir صغي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين في الدرب الطويل على الله علقنا الامان وصلنا ولا من مستحيل